Zur Eröffnung der neuen Grundschule Laubusch gab es am vergangenen Sonntag ein Bürgerfest. Auf dem Markt herrschte ein buntes Treiben. Zu sehen waren unter anderem auch Oldtimer auf zwei Rädern. Die Schule selbst stand für jedermann offen, sodass jeder die Möglichkeit hatte, sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Sanierung zu verschaffen. Schulstart war bereits mit Beginn des neuen Schuljahres am 6. September, auch wenn Stand jetzt noch nicht alles fertig geworden ist. Direkt gegenüber gab es im Kulturhaus außerdem die Ergebnisse der Studie Gartenstadt 2030 zu sehen. Im Obergeschoss öffnete der Laubuscher Heimatverein seine Ausstellungsräume, in welchen über den Einfluss der Braunkohle auf den Ort informiert wird. Passend dazu öffnete auch das ehemalige Verwaltungsgebäude der Brikettfabrik Erika für die Besucher seine Pforten. Seit 2011 ist hier das Begegnungszentrum als eine beliebte Location für Tagungen und Workshops mit Übernachtungsmöglichkeiten ansässig. Bis 17 Uhr gab es also viel zu sehen und auch die zahlreichen Unterhaltungsangebote trugen zu einer gelungenen Eröffnung bei.